York Minster, Englands größte mittelalterliche Kirche. Nun ist sie umgeben von brauner Brühe. Viele Straßenzüge komplett überschwemmt. Hunderte Einwohner der historischen Stadt im Norden Englands müssen ihr Zuhause verlassen. Verheerend, total schockierend. Es ist so schnell gegangen, ohne Vorwarnung. Keiner konnte sich vorstellen, dass das Wasser so schnell so hoch steigt. Wir haben einfach nur versucht, unsere Sachen in Sicherheit zu bringen. Seit Tagen kämpfen die Menschen auch in anderen Teilen Nordenglands gegen die Fluten an. Tausende sind ohne Strom, Rettungskräfte im Dauereinsatz. Hier holen sie einen Mann aus einem Auto. Dramatische Szene. Mehr als 200 Jahre gab es diesen Pub in der Nähe von Manchester. Bis gestern. Er wurde von den Fluten davongerissen. Wegen der dramatischen Hochwassersituation vielerorts beruft die britische Regierung heute eine Krisensitzung ein. Es ist eine sehr ernstzunehmende Lage. Der Wasserstand der Flüsse plus der zusätzliche Regen haben beispiellose Auswirkungen. Wir haben beschlossen, noch mehr Militär einzusetzen, um den Menschen zu helfen. Auch der Hochwasserschutz soll überprüft werden. Dieser war als unzureichend kritisiert worden. Zwar schien heute erstmals wieder die Sonne, aber für die nächsten Tage drohen neue Regenfälle.